Herzlich willkommen zum neuen Klingonisch-Kurs für das kostenlose Browser-Game Star Trek Infinite Space. Mein Name ist Leben Leta, ich bin euer Klingonisch-Lehrer. Das heutige Thema soll mal das Einkaufen sein, ne? Wenn man auf die klingonische Heimatwelt kommt, möchte man als Tourist dort vielleicht nicht nur etwas essen und sich anschauen, sondern auch vielleicht mal etwas kaufen. Dabei gibt es ein paar Grundregeln, die auf jeden Fall zu beachten sind. Erstens, wenn man in ein klingonisches Geschäft hineingeht, geht man nur rein, um etwas zu kaufen. Es gibt kein Herumschauen. Ja, einfach mal so kurz reingehen und oh, schön. Nein, das gibt es nicht. Zweitens, es gibt auch kein Verhandeln. Die Preise sind eigentlich recht angemessen, deswegen braucht man gar nicht zu verhandeln. Aber wenn man in ein Geschäft reinkommt und der Verkäufer sagt einem einen Preis, dann sollte man diesen Preis akzeptieren, bezahlen und wieder gehen. Übrigens, zu diesem Herumschauen gibt es einen bekannten klingonischen Spruch unter Händlern, der besagt, Bechur vaj becher. Das heißt, wenn du nichts kaufst, dann stirbst du. Daran sollte man sich halten. Nun ja, etwas anderes, wenn man klingonische Läden besucht, vor allem kein Smalltalk. Man geht rein, man sagt, was man will und geht wieder, wenn man es gekauft hat. Also nicht irgendwie reinspazieren und so irgendwie so, ich judge kara, das bedeutet so viel wie, heute ist ein schöner Tag, nicht wahr? Das sollte man erst gar nicht anfangen, sondern quasi hineingehen und sagen, Euchik, Vije, Viner, ich will Blutwein kaufen. Dann sagt der andere, wenn er überhaupt was sagt, wie viel es kostet, zum Beispiel, Vardek Chinob, gib mir 5 Credits. Gut, dann kauft man dieses und geht eben. So viel dazu zum klingonischen Einkaufen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hoppla!